Guten Morgen, Sportsfreunde. Mein Name ist Johannes Lukas und ich bin auf der FIBO am Sonntagmorgen. Die stehen schon alle an, alles voll. Mein Video vom gestrigen Tag ist immer noch nicht hochgeladen. Deswegen läuft meine Gemahlin hier auch mit dem Rechner durch die Gegend und dem Handy als Hotspot, damit wir das irgendwie noch hochgeschoben bekommen. So, wir haben es gefunden, Halle 8. Das Gute ist, man wird hier gar nicht erkannt. Hier werden keine Fotos mehr gemacht. Hier kannst du quasi ganz normal langlaufen. Best Body Nutrition. Guten Morgen. Ich bin ja hierher gekommen, um zu probieren. Ich habe gehört, wir haben Kuchen, ja. Tassenkuchen und wir haben ein Low Carb oder No Carb. Low Carb? So ein Low Carb. Mhm, ein Slush. Das ist Zuckereis, welches ich überhaupt nicht mag eigentlich. Ohne Zucker. Aber ich sag mal so, wenn es ohne Zucker ist und sogar noch Whey-Protein drin, dann probier's. Probier's. Genau, ja, sehr gerne. Also so im Sommer ist es auf jeden Fall... Auch für gehende Kinder ganz gut. Toll. Ja, stimmt, man, für die Kinder auf jeden Fall. Ja, süß halt, ne? Süß-sauer. Aber wie gesagt, wenn ich damit meinen Proteinbedarf decken kann, dann ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Mmh. Mmh, das ist noch nicht besser. Waldmeister, ne? Mmh. Mmh. Auch gut. Himbeer. Schade, dass ihr den Duft nicht wahrnehmen könnt, aber es duftet hier lecker nach Kuchen. Schatz, komm probieren. So, die Spannung steigt. Mmh. Oh, mmh, ein bisschen zitronig riecht an. Ist heiß, ja. So, und jetzt lass ich mir gleich mal die Nährwerte geben und schau mal, was ich überhaupt hier zu mir nehme. Proportion. Also es ist tassengrößenabhängig. Und dann noch ein Wasser und dann Milch. Und in Milch sind sowieso nur 195 bei einer großen Tasse. Das ist das Doppelte. Und besteht 17,1 Gramm Kohlenhydrate, 7 Gramm Fett und tada, 11,5 Gramm Eiweiß. Das ist eine gute Kombi, ne? Klingt gut und gesund, ist sehr lecker. Gesund naschen quasi. So, und jetzt gibt's einen selbstgemachten Proteinshake aus dem Automaten. Ich habe Schoko-Orange Passionsfrucht gewählt. Guck mal, mit Hütchen, mit Häubchen. Mm. Ja, das Zeug ist geil. Ich habe das schon mal probiert, als ich bei Spotty zu Besuch war. Mm. Trotz Wasser. Hammer. Also ohne Milch, mit Wasser und schmeckt trotzdem. Dann ist es gut. Riegel haben wir auch abgestaubt. Jetzt geht's weiter. Das ist der junge Mann, der mir meiner Oldschool-Diät das Paket geschickt hat mit Erdnussbutter und Nutella aber auch drin. Saboteur! Entschuldigung, Entschuldigung! So, Sportsfreunde, jetzt habe ich hier den Mario Riga. Mario, sag doch mal ganz kurz, was hältst du dir von der FIBO? Was sagst du zur heutigen, zur Entwicklung, zur Weiterentwicklung der FIBO? Du bist ja schon ewig dabei. Ja, also ich bin ja schon seit 94 dabei. Als Performer war natürlich vorige Jahr auch ab 87 bin ich jetzt schon auf der FIBO als Gast auch dabei. Ja, ich muss sagen, dieses Jahr hat es mir besser gefallen wie letztes Jahr. Ja. Die Hallentrennungen waren doch ein bisschen großzügiger und so, fand ich ganz gut. Klar, zum Hype mit YouTubern und sowas brauche ich nichts mehr zu sagen, ist alles schon gesagt worden. Ja. Ich habe auch schon per Facebook was geschrieben. Ja. Welches Video muss ich mir denn angucken, wenn ich wissen will, was du dazu sagst? Nee, ich habe auf Facebook was gepostet, okay. Weil ich einfach es teilweise lächerlich finde, wie dann doch falsche Informationen an junge Leute weitergegeben werden. Ja, okay. Und ja, also da gibt es so Statements drin, da denke ich echt, kann nicht sein. Ne? Ja. Und das ist wirklich Leute verdummt. Ne?
Aber es gibt natürlich auch den positiven Effekt, dass junge Leute zum Sport finden. Ja. Wollen wir uns ja alle drüber freuen. Ja? Ja. Aber es sollte dann halt schon auch mit Fachwissen untermauert werden. Und nicht mit irgendwelchen, wie gesagt, Statements, die halt doch nichts taugen. Ja. Und was vielleicht auch ganz wichtig ist, dass man sich selber als Athlet nicht gar so wichtig sieht, wenn man noch keine Erfolge in diesem Sport hatte. Achso, ab wann ist man denn wichtig, vermeintlich? Ich denke mal, wenn man sich selber eine Persönlichkeit entwickelt hat und die Leute erkennen einen nicht wegen einem Selfie oder wegen einem YouTube-Video, sondern einfach, weil man sagt, wow, der hat eine gute Leistung erbracht. Ob das jetzt im Performing-Bereich ist oder ob das jetzt einfach auch die Art, die Nettigkeit, wie man mit den Leuten umgeht, was man denen vermittelt und so weiter. Aber ich kann es halt wirklich nicht ab, wenn Leute im Gangster-Rapper-Style mit ADHS-Syndrom versuchen, hier irgendwas zu verchecken. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja. Aber das Problem ist halt wirklich für den Endverbraucher, der keine Ahnung hat, erstmal zu selektieren und zu sagen, hey, wer hat denn jetzt wirklich eine sportliche Leistung gemacht? Ist es eine sportliche Leistung, wenn ich als Johannes Lukas eine ostdeutsche Meisterschaft gewinne? Oder ist das alles Schwachsinn, weil das ist nur regionaler Quatsch? Erst ab einem deutschen Meistertitel oder Weltmeistertitel bist du jemand. Nee. Das ist schwer zu so selektieren, finde ich. Weißt ja, das ist wirklich schwer. Also man sagt ja auch hier, wo ist Amateur, wo ist Profibereich? Ja. Weil die Vorbereitung von Amateuren und Profis ist fast identisch. Ja, genau, deswegen, aber ich denke halt, wie gesagt, es gibt so viele Leute, die lassen sich, sieht man ja im Fernsehen auch, die lassen sich einmal coachen von jemandem. Ja? Und sind dann gleich Coach. Und dann sind sie selber gleich Coach. Ja? Also es ist wie wenn ich bei meinem Motorrad mal irgendwie eine Schraube andrehe und sage, okay, ich bin jetzt Motorradmechaniker. Ja, und das finde ich so übertrieben, das kann ich einfach nicht ab. Ja? Deswegen. Ja. Bloß weil man etwas selber gemacht hat, heißt es auch nicht, dass man es anderen Leuten beibringen kann. Ja, und das geht. Genau. Und der Mario, wenn ich unterbrechen darf, sieht schon seit Jahren immer gut aus. Du hast immer eine gute Form. Mario macht richtig geile, professionelle Bühnenshows. Und wenn ich sage, richtig geil und professionell, dann ist das vielleicht noch minder gesagt. Das ist wirklich, also ganz ehrlich, ich habe so viele deiner Shows gesehen und ich habe sie alle gemocht, gefeiert, wie man heutzutage sagt. Vielen Dank auch nochmal dafür, Mann. Ehrlich. Ja, ich danke dir. Ja. Spaß auch mal. Euch auch noch viel Spaß auf dem Video. Ja, hier ist der Karl, der große Karl, postet gerade um die Wette. Soll ich ihn zu einer Posi-Runde herausfordern? Freut mich sehr. Ja, mich auch. Ich auch. Ja. Ich wollte mal fragen, wie du dazu kommst, dir so schwere Gewichte zu heben. Ja, also ganz ursprünglich, ich habe in den USA American Football gespielt. Ja, und da hat man natürlich im Kraftraum trainiert, um Sport besser zu performen. Ja. Also da war nicht das Hauptziel die Ästhetik, sondern halt einfach nur Performance. Dass man einfach funktional besser wird, schneller wird, stärker wird und so weiter. Und ich habe einfach gemerkt, hey, ich will mich irgendwo messen, ich will in irgendeinem Bereich einen Wettkampf machen. Und dann war ich zu mir selbst so ehrlich und habe einfach in den Spiegel geschaut und habe gesagt, hey, die Symmetrie, die Ästhetik für Bodybuilding oder Physik passt einfach nicht. Erstens und zweitens, es ist für mich kein so ein, ja, ich weiß nicht, dieses Wettkampf-Feeling, wenn ich nur so neben jemandem stehe und es ist ein bisschen so subjektiv, ich kann mich da gar nicht so richtig messen. So für mich jetzt, ja, persönlich. Okay. Ja, ja, ja. Also es ist natürlich, es ist eine rein subjektive Empfindung. Ja? Ja, ja, klar. Aber bei einem Stein, wenn ich ihn eben hochhebe oder bei einem Gewicht, wenn ich es drücke, ja, ja. Da gibt es, es ist so wie in der Schule früher, Mathe und Deutsch. In Mathe bist du richtig oder falsch, kriegst du den Punkt oder kriegst du nicht. Ja. In Deutsch, da kann die Lehrerin nicht mögen oder sie mag dich nicht. Sie mag deinen Schreibstil, sie mag ihn nicht beim Aufsatz. Gibt sie eine 3 minus, gibt sie eine 3 plus. Ja, und dachte ich mir einfach, komm, ich will mal ein bisschen was Neues machen. Und so kam ich zu dem Ganzen, weil ich einfach dachte, ich bin da. Du sagst, es ist neu, aber bist ja wenn du früher Football gespielt hast, dann hast du damit angefangen, dann meinst du, deine Wurzel ist was Powerlifting, oder? Es ist auf YouTube für mich neu. Achso, okay. Es ist für mich, für mich ist es, du sagst, ich auf YouTube, klar, es gibt auch schon viele andere, die es vor mir gemacht haben. Ja, ich muss gestehen, ich habe das gesehen. Ja. Ich habe gedacht, das kommt irgendwie bekannt vor. Also. Fand ich cool. Geht ja in unsere Richtung, was wir so machen. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, du bist ein verdammt starkes Kerlchen. Ja. Aber dein Körpergewicht, man sieht es dir einfach nicht an und das wissen wenige. Viele Leute, ist auch egal, ob du 200 beugst oder 240, ob die Kugel 100 wiegt oder 140, ist scheißegal, ist einfach schwer. Aber das, was der Karl da macht, ist, also da müsste ich mich schon richtig anstrengen. Ja, ja, was ich nochmal sagen will, es war für mich neu. Ja. Will ich nochmal klarstellen. Bodybuilding-Rap hat es vorher gemacht, x andere Leute haben es vorher gemacht. Ja, ja. Die haben schon vor 1000 Jahren gemacht.
für mich auf meinem YouTube-Channel war es neu. Absolut. Ja. Aber klar. Es funktioniert ja gut und man sieht, weißt du, was ich bei dir gesehen habe? Ich habe dich von der Bank aufstehen sehen. Du hast gerade 170 oder 175 und hast dich gefreut wie ein kleiner Junge. Ja, man hat deine Begeisterung von Sport gesehen. Da kann man sagen, was man will. Das finde ich cool. Weißt du, was ich meine? Definitiv. Und am Ende, egal was gelaufen ist, aber das verbindet uns. Verstehst du? Ja, ich fand's einfach cool. Ich glaube, man sollte sich sowieso mehr darauf konzentrieren, was uns alle verbindet, was wir alle mögen und nicht immer so, der macht das und der macht das. Das ist aber nicht so unterhaltsam, Karl. Einkategorisieren. Ja, wobei, ich fänd's schon mal wieder an der Zeit. Weil dieses ganze Rumgelaber, das ist schon mal cool für ein paar Monate. Aber irgendwann geht's, glaube ich, jedem auf den Keks. Ja? Und ich glaube, jetzt mal wieder ein paar Leistungen, ein paar Inhalte vermitteln. Inhalte, Leistungen, da ist es ist jetzt definitiv mal wieder an der Zeit, denke ich. Okay, bin ich mit dabei. Hey, wir sehen uns sowieso demnächst, gell? Stimmt, ja. Ja, ciao. Alles auf viel Spaß, gell? Macht's gut. Das ist ja nicht so leicht, die YouTube-Superstars hier anzutreffen. Der Inscope ist schnell abgehauen, hat sich die Kapuze überzogen. Hat sich schnell mit seinem Bewacher, Beschützer, keine Ahnung, Manager weggelaufen. Ja, brutal. Die sind schwer angesagt, die Jungs. Definitiv. Überall so laut, ihr müsst irgendwo hingehen, ihr müsst leise sein, Spenny. Ja, das ist Wahnsinn. Komm, das irgendwo hin. In die Richtung. Ja, die sieht massiv aus. Hast du extra für die FIBO nochmal richtig Gas gegeben, oder? Ja, ich habe 7 Wochen Diät gemacht. Ja. Hab 7 Kilo verloren. Okay. Also das war so das Maximale, was man rausholen konnte. Ja. Ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich habe so an der Hüfte hängt es bei mir mal relativ. Aber für die FIBO reicht das. Aber für die FIBO reicht das. Deine zweite FIBO jetzt? Ja, letztes Jahr war ich eigentlich nur ein Besucher. Okay. Der Gym Junkie hatte nur so mit XXL Grips so einen ganz kleinen Stand. Ja. 20 Quadratmeter, 10 Quadratmeter. Wir standen da halt. Bin aber mehr rumgelaufen, habe versucht ein bisschen zu filmen. Dieses Jahr habe ich eine ganz andere Strategie gewählt. Ich stand eigentlich nur am Stand, bin sehr wenig rumgelaufen. Ja. Ich habe von der FIBO effektiv kaum was gesehen. Ja. Auch mit dem Filmen war es sehr schwierig, weil du stehst ja eigentlich nur am Stand. Du stehst nur am Stand. Und du bist ja auch schon Star. Na, ist ja jemand, ich mag den Scheißbegriff. Aber ich nenne es jetzt mal so, du hast über 60.000 Abonnenten. Nee, 40. Na, wir 40. Über 40. Ja, egal. Bald bist du bei 60. Ja. Und man vergisst immer, was hinter der Zahl steht. Ja. Mir ging es auch so. Ja. Ich erlebe das und denke mir, what the fuck? Ja. Leute, die sagen, die sind nur wegen dir hier. Ja. Mann, es ist unglaublich. Leute, die sich bedanken, aus dem tiefsten Innersten bei dir bedanken. Ja. Das wirst du wahrscheinlich auch erlebt haben. Man hat so Zahlen und man weiß gar nicht, was die Zahlen nachher wirklich bedeuten. Ja, es ist so krass. Ja, es war am Samstag, war am meisten los bei uns. Ja. Die Leute stehen an. Also ich habe niemals gedacht, dass für mich Leute anstehen. Mann, ich sehe das genauso. Dass sie auf die Bühne sich nicht trauen und sagen, du bist meine größte Inspiration, du bist mein Vorbild. Wegen dir habe ich mit Fitness angefangen. Ja. Das sind so Sachen, die motivieren einen halt unfassbar. Ja. Da sieht man, was man so zurückkommt. Und schau mal, ich nenne jetzt ruhig mal den Markt. Die Welt ist so groß. Jeder kann sich den für ihn Besten raussuchen. Wenn die Leute mal sagen, du bist für mich der beste YouTuber. Ich sage, weiß ich, ey, für ihn bin ich das. Ja. Aber für den Nächsten bist du das. Ja. Und für den Übernächsten ist es vielleicht Karl S. Ja. So what? Überhaupt kein Thema, weißt du? Wie bei einem Buffet, wo sich jeder das Beste für sich raussucht. Ja. Finde ich total cool. Ja, absolut. Ist auch eine mega Erfahrung irgendwie so. Willst du mal einen Wettkampf machen? Ja, das ist jetzt so eine große Frage bei dir, oder? Genau, mich haben das übrigens schon richtig viele Leute gefragt auf der FIBO. Ja. Und ich sag dir auch ganz ehrlich, jetzt, ich habe 7 Wochen Diät gemacht, 7 Kilo abgenommen, alles gut. Ich bin jetzt nicht ripped oder so, aber ich bin ein bisschen in Form. Ja. Und ich weiß aber auch ganz genau, was es bedeutet, eine Wettkampfdiät zu machen. Ja. Also in die Richtung einer Wettkampfdiät zu gehen. Und da bin ich immer noch so am Überlegen, will ich mir das antun, den Stress mental, psychisch? Schaffe ich das überhaupt? Ja. Und dann wäre es ja eigentlich nur so für mich selber, also dass ich mir das beweisen kann, dass ich konkurriere mit anderen und so. Ich würde es nur für mich machen, aber die Frage ist, ob ich es wirklich machen will und kann. Ganz ehrlich, und auch an alle meine und deine Zuschauer, ich würde es total cool finden. Ich denke, du musst das mal ausprobieren. Haben vorbereitet. Ja, okay, wollte ich dir gerade anbieten. Ohne Scheiß, mit dir würde ich das machen, ich mag das normalerweise nicht, aber man könnte es ja auch noch so machen, dass der Rest der Welt auch noch was davon hat. Dann machen wir zusammen die Diät sozusagen. Bereite ich schon mit Kampf vor. Finde ich, ist eine coole Idee. Yes. Danke fürs Interview, Benny. Hab mich gefreut. Wir sprechen uns noch. Ja. Hi. Hey. Aber einfach drauf los, meine. Komm, ich mach hier weiter. Hi,
ich bin der Damir, bin heute auf der FIBO das erste Mal. Ich habe gerade dem Johannes gesagt, dass der für mich ein so unfassbares Vorbild ist. Ich habe nämlich lange mit Rückenproblemen zu tun gehabt. Die Ärzte wollten mich komplett auseinandernehmen, runterschnippeln, wegschnippeln. Und im Endeffekt habe ich aufgrund so Leuten wie dem Johannes, der mir gezeigt hat, Mobilität, wie wichtig das ist für den Körper, dass man die Gesundheit und Fitness zusammenbringt, das hat mich gerettet. Ich habe jetzt in 4 Monaten 20 Kilo abgenommen und es geht immer weiter. Ich möchte auch gern zukünftig weiterbleiben und mich vielleicht beruflich weiterentwickeln in die Gesundheitsbranche. Und das dank so einem Menschen wie ihm. Weiter, Leute. Gebt ihm eure 1 Million Likes, wenn es sein muss. Geil. Danke dir, Mann. Echt toll. Danke dir. Super. Danke. Wer kommt mich denn hier besuchen? Der Harald Selsam. Erzähl doch mal ganz kurz was über dich. In 60 Sekunden ganz laut, damit wir alle anderen übertönen können hier. Was ich so gemacht habe. Was hast du so gemacht? Ja, erzähl mal kurz. Komm. Okay. Schnellste Version, 7-mal Powerlifting-Weltmeister. Erfolgreichster deutschsprachiger Profi-Powerlifter aller Zeiten, immer noch Inhaber in 3 verschiedenen Gewichtsklassen, im Total, im All-Time-Total, zwischen, jetzt mache ich Bodybuilding, deutscher Gesamtsieger bei den Newcomern, Dritter auf der Europameisterschaft, internationaler österreichischer Meister und ach, was weiß ich nie noch. Das dauert doch ganz schön lange, ne? Verdammte Axt, ein alter Hase im Geschäft. Und gestern habe ich letztes Jahr habe ich meinen Keller aufgeräumt und ich habe knapp 250 Pokale weggeschmissen. Nur mal so am Rande. Hast du die weggeschmissen? Ja, was mache ich damit? Wolltest du die putzen? Nee. Siehst du, ne? Und du machst Show die ganze Zeit, ne? Ja, wir haben. Wo bist du? Bei Olymp. 7-8 Shows am Tag, locker weg. Wie gefällt dir die FIBO? Also ich fand sie Donnerstag, Freitag super, weil hier alles schon ruhig war. Man konnte abends super ins Hotel gehen, ohne Kopfschmerzen. Ja, okay. Das war mal eigentlich eine angenehme Aktion. Samstag war es wie immer brechend voll. Also wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Heute auch. Wobei jetzt siehst du ja, es löst sich alles langsam auf. Also es war super. Und ich finde ganz, ganz toll, dass unsere YouTube-Stars und Gymnastics unten im Keller sind und nicht alle 2 Sekunden hier bei uns oben alle rumlatschen, dass das ein bisschen getrennt wurde. Das war sehr angenehm. Also man sieht auch hier wieder, es ist zweigeteilt, ja, durchaus. Ich habe ja nichts gegen die Jungs, aber da unten sind sie gut aufgehoben, ja, wenn sie ein bisschen getrennt sind. Die ziehen halt auch fair jüngere Leute an, die mit dem Leistungssport als solches so erstmal nichts anfangen können. Nein, und es ja eine gewisse Präsenz braucht, um überhaupt erstmal in Kontakt zu kommen. Bei mir sind auch ganz viele von den jungen Leuten, die unter anderem auch GA-Gruppen tragen und weißt du, was ich meine? Bei mir ist es schon was anderes, aber für die richtigen Sportler, Leistungssportler, ist es manchmal ein bisschen traurig auch einfach. Ja, gut, aber wie gesagt, das ist halt der Fortschritt, die Zeit und... So ist das. Harald, wir machen mal ein Video zusammen. Ja, können wir machen. Muss ich dann extra nach Berlin kommen oder kommst du nach Wien? Ich glaube, du müsstest nach Berlin kommen. Ich hab's befürchtet. Ja, ja. Aber das würde ich auch sogar gern tun. Weil das Angebot steht, auf jeden Fall. Ja, gerne. Zeigst du mir mal, wie man da richtig Kniebeuge macht, auch als Bodybuilder noch. Ja, natürlich. Als ehemaliger Kraft-3-Kämpfer. Ja, natürlich. Ja, cool. Warum nicht? Alles. Kreuzheben können wir auch noch zeigen. Bankdrücken müssen wir weglassen, das geht nicht mehr. Ja, dann zeige ich dir, wie man richtig Bankdrücken macht. Habe ich Schulter schon kaputt? Beide. Ja, ja, scheiße. So Leute, ich glaube, ich muss mich nicht mal vorstellen, das ist der Horst Wetterau, der Horsti aus Bayern, von der Firma Olymp quasi. Du bist auch schon heiß, hast keine Stimme mehr. Fassen wir es doch mal kurz. Fass doch mal die FIBO mit deinen eigenen Worten zusammen. Wie war es denn für dich? Für mich selber als Verkäufer war es halt so, dass ich dieses Jahr eine ganze Menge neue Produkte erstmal anbieten konnte von Olympa Seite her und dementsprechend natürlich gut verkaufen konnte und viel Neues für meine Kunden. Aus sportlicher Sicht und als Athleten muss ich sagen, war ich begeistert von dem Andrang von den Leuten, die einfach den Weg hierher gefunden haben, um uns Sportler und uns Leute aus diesem Sportbereich. Ich sehe uns hier als Familie. Für mich gibt es kein Oldschool-Bodybuilding, für mich gibt es keine YouTuber, für mich gibt es keine Powerlifter. Super, was cool, finde ich gut. Jeder macht sein Ding, jeder macht das irgendwo gut und jeder, der in seiner Sparte irgendwo erfolgreich ist, der wird da eh seinen Weg gehen. Und wir kommen alle irgendwo aus einer Sparte und das ist irgendwo grundsätzlich das Bodybuilding. Ja. Und haben alle irgendwo unsere Steckenpferde. Du warst ein super Bodybuilder, ich kenne dich noch von vor 2 Jahren am Strand in Berlin, wo du auf Diät warst, wo ich da den Lastauftritt hatte und den Olympstand bei den Strongmen.
Und ich komme ja ursprünglich auch mehr oder weniger aus dem Kraft-3-Kampf. Ja. Und habe meine Wurzeln, was weiß ich, wo. Ich fahre heute noch gern Mountainbike. Ich respektiere jeden, der in seiner Sportart mit Herzblut irgendwas macht und da erfolgreich ist. Machst du gute Trainingsvideos, machst du gute Personalberatung. Ja, dann und zeigst deinen Leuten, wie das Ding läuft. Dann spricht sich das rum und dann hast du wieder Klienten. Bist du ein Arschloch und verarschst die Leute? Oder bist du ein bisschen zu respektlos den anderen gegenüber? Dann wird das irgendwann auf dich zurückfallen. Und es wird der eine oder andere, der vielleicht momentan noch meint, der schwimmt ganz oben und sehr überheblich ist, irgendwann merken. Mit Respektlosigkeit und mit einem großen Maul kannst du noch so gut sein oder gewesen sein, bis sie irgendwann aufs Maul kriegen. Oha! Chef dann der Jury bei Body Extreme Revolution und da kommen jedes Jahr junge Leute zu uns, die talentiert sind oder weniger talentiert, die sich halt auf die Newcomer-Meisterschaft vorbereiten. Ja, ja. Wir haben jetzt in 2 Wochen in Fulda dann mal wieder das Finale und da ist es halt so, man muss ehrlich sein, man muss den Leuten klipp und klar analysieren, hast du das Zeug dazu, bist du gut? Ja, ja, klar. Oder bist du einfach nur ein Dampflauderer? Egal, wer da momentan irgendwo tätig ist, die Leute, ich selbst habe zum Beispiel auch schon mit KLS beim Herzschein trainiert. Mehr wie einer. Und ich kann nur jedem sagen, ich bin, glaube ich, keiner der schwächsten Bodybuilder und auch nicht der dünnste. Ich habe mit dem Herzschein ein brutales Rückentraining durchgezogen und KLS hat mitgezogen. Ja, das, ich habe vorhin Karl interviewt, habe ich mal gesagt, steiles Kerlchen. Er nimmt keine 5 Kilo weniger wie ich. Ja, krass. Und der ist jung und hat Sauerstoff. Und das war für mich ein Kampf, um dann einfach dementsprechend da mitzuhalten, mitzuhalten und dementsprechend dann auch noch mal immer als Weltmeister eins draufzusetzen. Ja. Das war so, ich habe eine Woche lang Rückenmuskel gerade vom Allerfeinsten. Ich habe schon in der Stunde erzählt dir das Gleiche. Ja. Und deshalb muss man auch sagen, was der arbeitet, was der jobmäßig macht, was der an dem anbringt, ist mir scheißegal. Für mich zählt in dem Moment, wo ich die Leistung, Leistung und das, was ich mit dem privat halt rede. Und wenn ich den einem beim Erdschon im Studio treffe und ich sage, ich mache Rücken und er sagt mit dem Erdschon, ja, wir machen heute auch Rücken, komm, wir trainieren zusammen, da gibt es halt ein geiles Band, da gibt es halt ein geiles Training. Ja, ja, schön. Und er hat immer Respekt, er begrüßt mich, ich begrüße ihn. Ja. Mich interessiert gar nicht, was der arbeitet oder mich will auch nicht interessieren, wie viel Olympenumsatz ich am Tag mache. Aber man macht ein Training, man respektiert sich. Ja, cool. Man trinkt danach noch einen Shake und dann ist gut so. Ich meine, ich bin der letzte deutsche Amateur gewesen, der 1997 in Friedrichshafen mit Markus auf der Bühne gestanden hat. Ja. Um das nochmal auf den Punkt zu bringen, was du eben... Markus Rühl. Genau. Und ich weiß ja genau, was du angesprochen hast. Und ich bin privat mit dem Markus super gut. Ja. Und ich gehe auch zu ihm hin und stelle mich gleich in die Reihe rein, begrüße ihn, quatsche 10 Minuten mit ihm. Ich bin sogar einer, der seine T-Shirts kauft, weil ich die Sprüche einfach teilweise auch geil finde. Da muss ich halt schmunzeln. Okay. Und auch manchmal die ein oder andere Einladung von ihm in seinem Channel halt dann auch einfach abfotografiert oder einfach filmt vom Computer runter und das auch mal auf Facebook reinstellt, weil ich mich halt gerade tot gelacht habe. Okay. Weißt du, das ist ja los, aufgeführt hast. Ja, ja. Drück, du Arschloch. Ja, ja, ich dann einfach denke, Alter, kannst du auch gerne mal falsch verstehen, dann stinkt es halt im Studio. Ja, okay. Und dementsprechend sehe ich das mit einem gewissen Schmunzeln. Ja. Und ich mag ihn als Typ und er polarisiert. Und du kannst dann sagen, was du willst, wenn du auch das Video gemacht hast. Du magst ihn genauso, weil du kannst den nicht... man kann den Markus nicht hassen, das geht gar nicht. Aber es ist halt manchmal so, dass er halt dann auch in seinem Element ist. Und um halt in der Branche immer wieder was Neues zu machen oder irgendwo auf dem Laufenden zu bleiben, musst du halt einfach mit der Zeit gehen. Ja, ja. Und wer das nicht macht... Der geht mit der Zeit. Der geht mit der Zeit. Genau das ist es. Du bringst es auf den Punkt. Und das ist genau das, was ich damit sagen will. Du bist ja noch auf der Suche nach ein paar Maschinen für das Projekt mit den Kindern, für die Kids. Jugendliche mehr oder weniger. Ja, ganz genau. Und ich mache hier mal einen kleinen Aufruf bei Facebook. Horst Wetterau, schreibt ihn mal an, wenn ihr irgendwo noch eine Maschine rumstehen habt, einen Beinstrecker zur Not oder vielleicht sogar einen Kniebeugenständer, dann meldet euch bei Horst Wetterau. Im schlimmsten Fall meldet ihr euch bei mir. Also in dem Sinne, es ist 10 vor 6. Feierabend. Ich muss an Strand, ich muss ab morgen wieder in Bayern. Wir machen jetzt Schluss. Ja. So, Sportfreund, ich habe mich tatsächlich hier angestellt. No. Ja, ernsthaft. Bei der ganz langen Schlange. Ja, ja, es ging noch. Es ging noch. Ich habe gedacht, okay, das machst du jetzt. Komm. Nico Inscope 24, vielleicht den ein oder anderen bekannt. Ich gestehe, ich habe deine Videos gesehen. Beim ersten Mal habe ich gedacht, so. Was finde ich, find ich das jetzt gut? Was ist das? Es ist so, im ersten Moment bist du so... Also, du bist so, das ist, du bist überfordert. Es ist, ist vergleichbar, die Videos sind vergleichbar mit Zigaretten, okay? Du rauchst die erste Zigarette und denkst dir so, was ist eigentlich das? Eigentlich schmeckt es nicht. Eigentlich schmeckt es nicht. Ja, genau. Und wenn du die zweite rauchst, ja, dann wird es irgendwie besser und du merkst es gar nicht mehr, wie scheiße das eigentlich schmeckt. Oder irgendwann bist du abhängig. Ey, ohne Witz, meine Frau ist Fan von dir. Echt? Ernsthaft, Mann. Viele Grüße. Erwachsene Frau und Mutter.
was soll ich hier sagen? Und die lässt sich immer inspirieren. Ja, wir müssen das ein bisschen wieder ins Kopf, so schnelle Schnitte. Da und ein bisschen lustig muss er kommen. Ein bisschen Elan muss rein, ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen Ernst. So die perfekte Mischung, ich glaube, die macht's. Du bist ja Comedian, aber auch ein Fitness-YouTuber. So, du bist ja aber mehr Comedian und hast das Game angefangen, ne? Genau. Für alle, die ihn noch nicht kennen, ich stelle dir die mal vor hier. Game angefangen und dann kam so diese Entwicklung Richtung Fitness, mehr ein bisschen Lifestyle, auch Comedy. Und so habe ich im Prinzip jetzt auch durch meine beiden Kanäle so das ein bisschen getrennt. Auf dem Hauptkanal sehr viel Comedy und auf dem Nebenkanal eben so mehr Lifestyle und auch ein bisschen Fitness. Okay. Und so alles in die Richtung. Ja, das finde ich eigentlich relativ cool, die Trennung so. Ich weiß ja, dass du mit jemandem trainiert hast, dass du den so ein bisschen als Vorbild hast, ne? Ja. Nämlich den Tim. Ja, ihr seid ein cooles Team, glaube ich. Auf jeden Fall. Nach wie vor bei einem Beef, der immer existiert, seid ihr immer noch. Mit gewissen anderen Personen, aber... Oh, scheiß auf die ganze... Das ist jetzt so furchtbar, aber das passiert in meinem Leben. Wenn natürlich öffentlich alles gemacht wird, dann ist das... Absolut, ja. Das ist halt, solche Sachen passieren einfach, aber ich für meine Seite ist eigentlich alles relativ gut geklärt. Ja. Und ich bin eigentlich so relativ froh, wie es gerade ist. Also du machst auch einen echt entspannten Eindruck. Du hast ja wie viele Follower, ist ja unfassbar. Jetzt, wenn du beide Kanäle zusammenziehst... Knapp 2 Millionen. Ja, ja. Hast du die irgendwann vor kurzem erst das 1 Million Video gemacht? Ja, genau. Und jetzt ist schon 2 Millionen? Nee, also du hast gesagt, beide Kanäle zusammen. Okay, das also auf dem Hauptkanal habe ich jetzt halt 1 Million. Ah, okay, alles klar. Ja, okay. Ja, cool. Hast du eine Message, die du unseren YouTube-schauenden Konsumenten mitgeben möchtest? Vielleicht ein Resümee von der FIBO, irgendwas? Leute, das Allerwichtigste, was für mich vor allem im Fokus steht, hier gibt es so viele breite Leute, die extrem gut aussehen und natürlich auch viele, die es nicht natural gemacht haben, aber das verdient ja trotzdem Anerkennung, dieser Sport, in jeglicher Hinsicht. Aber das Wichtigste ist einfach nur, egal wer zu euch kommt und euch was erzählen will, auch bei mir, ey, bist ja gar nicht so breit oder was weiß ich was, einfach weitermachen, jeder hat irgendwann mal angefangen und einfach an seinen Zielen dranbleiben, das Allerwichtigste. Cool. Danke, Nico. Sehr, sehr gerne. So, Sportsfreunde, hier habe ich den Dennis von Maristi aufgegabelt. Bitte. Schaut euch mal die ganzen Verrückten an. Ja, hier ist der eigentlich schon wieder, hier ist schon wieder vorbei. Das ist Lifestyle, hier ist schon wieder längst vorbei. Wir haben längst Feierabend. Du, ganz ehrlich. 18.45 Uhr, die FIBO ist seit einer Stunde ganz locker vorbei. Hm. Wie war die FIBO für dich? Was hast du hier am Start gehabt? Was hast du gemacht? Ja, also wir hatten hier den Stand in Halle 4.1. Warte mal, den Stand hier? Den Stand hier, genau. Wir bauen ja solche Calisthenics-Parks unter anderem für Städte, für Gyms und so weiter, präsentieren das natürlich. Aber auf der FIBO ist halt die krass große Plattform, bei der wir einen, also ich will es nicht angeben, aber ich würde fast sagen, so den besten oder den beliebtesten Calisthenics-Wettkampf des Jahres, nämlich King of the Bar und Queen of the Bar für die Mädels. Die Videos laufen immer noch bei McFit im Channel. Genau. Guckt sie euch an. Und das Coole an dem Wettkampf ist, es ist halt ein Battle-Format. 16 Mann, 1 gegen 1, 3 Runden pro Person. Ja. Und dann der Gewinner kommt in die nächste Runde, der Verlierer fliegt raus. Und es ist Freestyle. Das heißt, sie können Elemente zeigen oder Übungsvarianten, ja nicht, dass sie es ruhig mal zeigen, die sie wollen. Genau. Ja. Du könntest jetzt auch Freestyle machen. Ja, klar. Du machst einen Freestyle. Jeder macht seinen eigenen Freestyle. Ja. Du hast eine Klimmzugstange, Boden, Barren und häng dich mal ran. So. Einarmig, ja. Okay, und komm. Okay, sehr gut. Full range of motion. Muss ich vollstrecken? Ja, und jetzt freihändig. Warte. Weil das jetzt alles viel zu viel war eigentlich schon und wir da die Hälfte von rausschneiden mussten, sage ich an dieser Stelle Dankeschön fürs Interview. Wir sehen uns. So, Sportsfreunde, wir sind endlich im Auto. Wir haben es geschafft, also fast. Ankunftszeit laut Navi ohne Pause ist 1 Uhr nachts. Später, weil wir fahren erst die anderen nach. Wir fahren auch den Rest der Truppe nach Hause. Aber das ist überhaupt kein Problem. Wir sind ja jung, dynamisch und ausgeschlafen. Ich blicke auf 3 erfolgreiche Tage zurück. Ich kann es eigentlich noch gar nicht beschreiben oder fassen oder dann in Worte fassen. Denn es sind so viele von euch auf mich zugekommen und haben mir so dermaßen viel Dank entgegengebracht. Und das kam wirklich von ganz tief drin, das war ganz ehrlich gemeint, das hast du auch gespürt. Und da kann ich wiederum nur sagen, danke an euch, an eure Aufmerksamkeit, für eure Aufmerksamkeit natürlich. Ja, ich bin ein bisschen matsch, hab ein bisschen Kopfsalat nach den 3 Tagen. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Hände ich geschüttelt habe, wie viele bei mir am Stand waren bei Best Body Nutrition. Ganz, ganz großes Dankeschön an euch, dass ihr meine Videos schaut, dass ihr extra zu mir gekommen seid auf der FIBO. Und ich denke, ja, im nächsten Jahr werde ich auch wieder mit dabei sein. Okay.
vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, habt einen kleinen Einblick bekommen. Und tschüss. Richtung Dortmund.